Verspielt! Hallo liebe Brettspielfreunde, herzlich willkommen bei Verspielt. Heute zur Review und der Regelerklärung von Lautsalat. Ein Spiel von Schmidt Spiele. Danke an dieser Stelle für das Rezensionsexemplar. Hjalmar Haach und Lorenzo Silva sind ja quasi die Aushängeschilder von Horrible Guild. Schmidt hat das Ganze eben lokalisiert, ist im Original von Horrible Guild. Ein Spiel für 3 bis 7 Personen, das in einer halben Stunde oder sogar weniger absolviert wird. Um was geht's? Es gibt einen Lauscher, der hat die Augen mit einer Brille verdeckt. Alle anderen müssen Geräusche nachmachen gleichzeitig. Das ist eben die große Schwierigkeit bei diesem Spiel. Und der Lauscher muss all diese Geräusche im Idealfall erkennen, weil man spielt eben kooperativ und möchte möglichst schnell ans Zielende dieser Siegpunktleiste gelangen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt kurz in der Regelerklärung. Hier seht ihr schon einen Teil des Spiels Lautsalat fertig aufgebaut. Diese Zahlenchips werden auf die passenden Zahlenplätze hier gelegt, dann ist das meiner Meinung nach am übersichtlichsten. Diese beiden extra Lautmarker werden auch an die entsprechende Position gelegt und hier bei der Spielertafel müsst ihr aufpassen, 3, 4 und 6 Spieler und auf der Rückseite sind 5 und 7 Spieler. Da verändert sich leicht die Anzahl der Felder. Die Sanduhr wird bereitgestellt. Dieser Fehlermarker wird bereitgelegt. Der Lautsprechermarker wird hier auf das Startfeld gelegt. Die Zahlenchips von 1 bis 10 werden in den beigelegten Beutel geworfen. Hier wird nämlich dann immer später daraus zufällig eine dieser Zahlen gezogen. Und dann wird zu Beginn noch an jedes Feld von 1 bis 10 eine Karte gelegt. Und hier hat man die Wahl, die Karten mit der Sternseite sind einfacher, als das beispielsweise die Karten mit dem Herz sein sollen. Das ist so ungefähr hier diese Einteilung. Manchmal finde ich persönlich sind die Herzen auch einfach. Manchmal sind die Sterne schwieriger, es ist eigentlich egal, man kann das mischen, wie man möchte. Einfacheres Spiel laut Anleitung eben mit Stern, schwierigeres Spiel mit Herz, man kann das Ganze aber auch bunt durchmischen. Das Ziel des Spiels ist es, kooperativ gemeinsam es zu schaffen, dass dieser blaue Marker hier am Kronenfeld ankommt, bevor das dieser Fehlermarker macht. Und wie das funktioniert, das erkläre ich euch jetzt gleich. Ein Spieler wird der Lauscher. Dieser bekommt eine solche Brille, damit er nicht sieht, sondern wirklich nur hört. Bei 6 und 7 Spielern bekommt auch noch der Rekorder eine solche Brille. Was dieser macht, sage ich euch dann nachher. Alle, die weder Lauscher noch Rekorder sind und keine Brille haben, ziehen hier einen Zahlenchip aus diesem Sackerl. Und nun sehen Sie, welches Geräusch Sie machen müssen. 3 wäre zum Beispiel Erkältung. Der nächste Spieler, angenommen, es ist ein 4-Spieler-Spiel, hat den Chip 7 gezogen. Diese Chips hält man geheim, das wäre Vulkanausbruch. Und der dritte hätte dann auch noch Hochzeitsfeier gezogen. Diese Chips sieht man dann nicht, die hat jeder nur seine eigenen. Und dann beginnt die Zeit, in der man diese Geräusche machen muss. Das Ziel des Lauschers, also derjenige, der die Brille hat, ist es, auf diese Geräusche zu hören und nachher dann, nach diesen ungefähr 12 Sekunden, die die Sanduhr braucht, wo alle gleichzeitig ihre Geräusche machen, muss er raten. Und ja, keine Ahnung, Hatschi hat er gehört in diesem Tohuwabohu, 7 Vulkanausbruch. Oder 1 Hochzeitsfeier, klingel, ding, 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 oder was auch immer, wenn man eine Rede oder einen Toast aussprechen möchte. Und jetzt sagt er, okay, ich bin mir ganz sicher, Erkältung war hundertprozentig dabei. Dann deckt die Person, wenn das stimmen sollte, die den Dreier hatte, den Dreier auf. Somit ist das dann ein Punkt, das schieben wir hier mal gleich zur Seite, ein Punkt, der gelungen ist. Dann sagt er, ja, okay, das ist ding, 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 clear, clear. Das war vielleicht die Hochzeitsfeier. Schauen wir nach. Ja, tatsächlich hat ein Spieler auch die 1 aufgedeckt.
Somit ein zweiter Punkt. Und dann könnte das jetzt, was auch immer, war das Autorennen. Ja, 4 hat leider niemand gehabt, somit ist der Rateversuch beendet. Es war also jetzt ein Fehler, dann werden alle noch verdeckten Chips, die die Spieler haben, aufgedeckt und man schaut, wie viele X sind hier auf diesen nicht richtig erratenen, noch nicht aufgedeckten Chips, in dem Fall eines. Das heißt, der Fehlermarker wandert einen Schritt weiter. Die Karten, die erraten worden sind, das Autorennen wurde nicht erraten, die kommen weg, die werden dann durch neue Karten ersetzt und abhängig davon, wie weit dieser Marker jetzt schon gegangen ist, kommen auch diese neuen Chips zusätzlich zu den schon alten und jetzt ersetzten oder auch nicht ersetzten Chips, im Fall von Autorennen, in den Beutel wieder rein. Und hier herüben kommen auch noch weitere Karten dazu. Das heißt, die Auswahl an möglichen Geräuschen wird immer größer. Die Gefahr, wenn man diese Chips nicht errät, wird auch größer, weil hier dann schon mehr X drauf sind. Das heißt, der Fehlermarker läuft tendenziell schneller ab. Kommt dann dieser Lautsprechermarker irgendwann zu diesem Symbol, dann bekommt der Lauscher, der also gerade in der Runde das so erraten hat, dass er hier darüber gewandert ist, bekommt dann dieses Plus und das bedeutet, er, wenn er nicht Lauscher ist, zieht er dann 2 Chips und macht alle diese beiden Geräusche. Das heißt, der Lauscher, der hat dann einfach noch mehr Möglichkeiten in diesem Zug statt 3 bis zu 4 Geräusche zu erraten. Das gleiche passiert hier. Wer hier drüber geht, bekommt den Plus-Chip. Manchmal sind die auch nicht mehr im Spiel, nämlich dann, wenn dieser Fehlermarker auf dieses Minus hier kommt, dann wird dieser Chip, sollte er schon bei einer Person liegen oder vielleicht noch am Spielbrett, weil man noch gar nicht so weit ist, kommt er überhaupt aus dem Spiel. Und das gleiche passiert hier bei diesem dunkelblauen Minus, auch bei diesem extra laut Marker. Das heißt, sie kommen entweder direkt von der Tafel aus dem Spiel, sollten sie noch nicht von irgendjemandem genommen worden sein, oder die Personen, die ihn hatten, geben ihn dann einfach ab, wenn dieser Marker hier das entsprechende Feld überschreitet. Jetzt würden natürlich wieder hier, angenommen das war so, die sind erraten worden, wir sind schon auf 14, kommen hier dann auch immer mehr Chips dazu und mehr Karten im Spiel, die Auswahl wird größer. So, spielt man das Spiel zu 6 oder 7, hat auch noch ein zweiter Spieler eine solche Brille auf und das ist der Rekorder und der hört genauso wie der Lauscher darauf, welche Geräusche gemacht worden sind und dann beim Raten hat der Lauscher nun die Möglichkeit, den Rekorder zu fragen, hey, kannst du nochmal dieses kratzende Geräusch bitte nachmachen? Und hoffentlich hat sich der Rekorder dann dieses Geräusch gemerkt und kann es möglichst gut wiedergeben, sodass er dann sagen könnte, dieses kratzende Geräusch, das könnte vielleicht ja dann tatsächlich der Sandsturm gewesen sein oder was auch immer. Also hier sind eben 2 Personen im Prinzip daran beteiligt, um möglichst gut zu erraten. Der Rekorder, wichtig, darf keine Rateversuche tätigen, sondern nur mehr die gehörten Geräusche nochmal wiedergeben. Und ja, wenn Blau als erstes das Kronenfeld erreicht, hat man das Spiel gewonnen. Wenn Rot als erstes das Kronenfeld erreicht, dann hat man das Spiel verloren. Und das waren eigentlich auch schon alle Regeln von Lautsalat. Hier sind wir jetzt beim Fazit von Lautsalat. Wie immer geht es los mit Material und materialmäßig finde ich, ist das Ganze okay. Mir gefällt jetzt nicht so gut dieser zweigeteilte Spielplan. Bei uns war der ein bisschen gebogen, deshalb ist der auch immer wieder auseinandergerutscht. Das ist hier eben jetzt nicht ganz so optimal gewesen. Auch die Brillen, die sind einfach nur so normaler Karton, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen etwas Hochwertigeres gewünscht, vor allem weil bei uns eine Brille schon in der Mitte dann auch schon abgeknickt ist, also hier gibt es auf jeden Fall Potenzial nach oben, das ist allerdings jetzt nicht das, was irgendwie das Spielerlebnis dann großartig schmälern würde, ist komplett egal für das Spiel selbst. Die Karten sind okay, die Sandur funktioniert. Lobend muss man erwähnen, dass hier ein Stoffsäckchen dabei ist. Ja, Arkham Horror, ich schaue dich an, warum du keines mitgebracht hast. Also das Kartenspiel ist mir nach wie vor ein Rätsel. Und somit finde ich, ist es
Es gibt Verbesserungsbedarf, aber es ist jetzt nichts Entscheidendes. Das Artwork selbst ist sehr schlicht gehalten, sehr steril, sage ich einfach mal. Die Karten, das Wichtigste sind die Karten, die kann man, glaube ich, gut lesen. Der Spielplan ist, glaube ich, auch selbsterklärend. Und ja, viel kann man eigentlich nicht dazu sagen, weil nicht so viel Artwork, sage ich mal, vorhanden ist. Wichtiger ist das Spielgefühl und die Spielmechanik ist eben ein kooperatives Partyspiel. Man versucht, wie ich es eben schon in der Regelerklärung gesehen habe, diese Geräusche gleichzeitig nachzumachen. Das Ganze ist natürlich dann spaßig, weil es für 12 Sekunden eben voll drunter und drüber geht und der Lauscher versucht, all das zu erkennen. Bei einer gewissen Spielanzahl kann der Rekorder ihn unterstützen, was eigentlich auch eine sehr nette Idee ist, weil es ist wirklich schwierig, dass man sich auf schon drei Geräusche konzentriert und sind das dann allerdings fünf Geräusche oder vielleicht sogar noch mehr durch diese Geräuschmarker, diese Extra-Laut-Marker, dann wird es wirklich richtig schwierig und da ist man sehr froh, dass es eine Unterstützung in Form von diesem Rekorder gibt, der einen da unterstützt beim Hören, der die Geräusche nochmal wiedergeben darf, dann ist vielleicht die Auswahl oder ist ganz sicher so gewesen, dass die Auswahl dann, welche Begriffe wurden jetzt geräuschmäßig dargestellt, welche das sind. Also das ist eine sehr coole Idee gewesen, glaube ich, von den Autoren, dass sie hier eine weitere Person quasi einbauen, die allerdings nicht mitraten darf, sondern nur in unterstützender Form dabei ist. Und alles in allem muss ich hier sagen, spielgefühlmäßig, es ist halt schon sehr lustig und manchmal auch sehr schwierig, gewisse Geräusche nachzumachen. Ich meine, einen Ninja nachmachen ist jetzt nicht das Einfachste, weil der ist ja eigentlich nur leise. Das einzige Geräusch, was ein Ninja macht, ist vielleicht die Wurfsterne. Aber auch das ist vielleicht nicht das beste Wurfsterngeräusch, das es gibt, würde ich mal jetzt mal behaupten. Insgesamt auf jeden Fall sehr lustig und witzig und auch für den Lauscher extrem schwierig, wie ich schon gesagt habe, sich auf mehrere Geräusche einzustellen. Vor allem, man kann nur auf eines hören und dann muss man von einem zum anderen springen. Und wenn man gerade irgendeine schlechte Stelle von diesem Geräusch hört, ist es dann halt umso schwieriger, das passende Begriffskärtchen zu finden. So viel jetzt zu dem. Dann haben wir das Thema. Thema gibt es hier keins, deshalb überspringe ich einfach mal den Punkt. Ja, Lautsalat. Man kreiert einen Lautsalat aus lauter Geräuschen. Das heißt, vielleicht ist hier das Thema genau auf den Punkt getroffen. Kann jetzt jeder selbst beurteilen, wie er das möchte. Ich finde, hier gibt es eigentlich wirklich kein Thema bei diesem Spiel. Und dann kommen wir auch schon zum Einstieg. Der Einstieg ist sehr einfach. Das Spiel ist wirklich nicht konzentriert. Das ist kompliziert. Das kann jeder mitspielen, ohne großartig Probleme zu haben von, sage ich mal, was ist hier die Angabe, 8 Jahren. Vielleicht können das auch schon 6-jährige Kinder spielen, wenn man das mit den entsprechenden Geräuschen spielt, ist das, glaube ich, auch für 6-Jährige wahrscheinlich schon machbar. Auf jeden Fall ein Spiel für die ganze Familie, das wirklich sehr einfache Regeln hat. Wiederspielreiz ist, glaube ich, auch gegeben, weil es gibt meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen zu wenig, aber zumindest ausreichend von diesen Begriffskarten. Sie sind ja immerhin doppelseitig, das heißt, es ist auch die Abwechslung gegeben. Sie liegen immer in anderer Reihenfolge aus. Man zieht außerdem sowieso nie alle Zahlenchips, um eben alle Geräusche machen zu müssen. Das heißt, auch der Wiederspielreiz ist gegeben, weil es doch immer irgendwie anders ist, die Zusammensetzung anders ist. Und jetzt kommen wir eigentlich schon dann zum Fazit oder der Punktevergabe, was dem wichtigsten ist. Das Spiel macht einfach Spaß. Ja? Es ist einfach ein Chaos, da geht es rund 12 Sekunden lang, da wird gelacht, da wird im Nachhinein noch darüber diskutiert, was machst du für ein Geräusch, das gibt es ja gar nicht. Und das Spiel erfüllt einfach den Anspruch, den es, glaube ich, hat, Spaß zu machen. Holt man raus, wenn man eine größere Gruppe hat, wenn man nichts mega kompliziertes spielen möchte, einfach wenn man Lust hat, jetzt irgendwie ein bisschen herumzublödeln, dann ist das, glaube ich, ein perfektes Spiel. Dann eignet sich Lautsalat sehr gut und deshalb bekommt das von mir auch 7 sehr lustige, laute Geräuschpunkte.
Ich glaube, ihr habt, wenn ihr das Video jetzt gesehen habt, schon einen guten Eindruck bekommen, wie das Ganze funktioniert. Ich habe jetzt versucht, euch das hier im Fazit nochmal ein bisschen auszuformulieren, das Ganze, warum ich das Spiel als sehr gelungen empfinde. Und mir hat es auf jeden Fall gefallen. Wir hatten sehr viel Spaß, wie wir es gespielt haben. Ist eine coole Idee. Gibt es in der Form, glaube ich, nicht. Zumindest kannte ich es bis jetzt noch nicht. Und ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn es lustig zugehen soll. Das war die Review von Lautsalat. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und bis bald. Ciao!